Good morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am letzten Handelstag im März. 31.3. wird geschrieben und wir nähern uns sozusagen dem zweiten Quartal hier mit großen Schritten an. Erster Quartal liegt dann jetzt alsbald hinter uns und wir wollen uns jetzt natürlich hier am Ende des neuen oder des alten Monats sozusagen auch wieder dem Währungsmarkt widmen und hierbei heute den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen in die Beschau nehmen. Sie sehen hier wieder die typische Darstellung in Form dessen, wie wir den Markt sehr gut covern können. Und auch hier zuletzt die Einschätzung, dass wir hier einen möglichen Erholungsimpuls beim US-Dollar gegenüber japanischen Yen, das hatten wir im Devisenradar in der letzten Woche besprochen, dass man diesen hier durchaus schön covern könnte. Und ähnliches tat er auch, wenngleich nicht wirklich, wir rufen mal das große Tagesschau-Fenster auf, wenngleich nicht punktuell hier dieses Level um 114 Yen erreicht wurde. Das wäre hier natürlich eine Paradeleistung in Sachen eines möglichen Short-Einstiegs gewesen. Aber Sie sehen ja hier, seit Wochenbeginn herrscht hier eine Schwäche vor und es lässt sich aufgrund der vergangenen Bewegungsimpulse hier seit Ende Februar ableiten, dass wir hier eine sehr schöne Range etabliert haben beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen und alles auf der Oberseite dient hier praktisch für Short-Engagements. Auf der Unterseite dann hingegen hier das Level um 111 Yen durchaus interessant für Long-Engagements. Und wir sehen gerade, dass wir hier in Richtung Süden driften. Dazu passt die gegenwärtige Saisonalität nicht wirklich. Diese besagt nämlich, dass wir grundsätzlich hier Aufwärtsimpulse sehen können bis zum 6. 7. April. Dabei interessant, ich zeige Ihnen mal kurz eine Auswertung hier vom Trade Miner und da rufen wir das mal auf. Und zwar war hier so eine Trade-Idee beginnend mit dem 23.3. hier praktisch initiiert, die hier technisch gesehen bis zum 7.4. allerdings die letzten 9 Jahre ist übersichtlich 78% Trefferquote, dennoch hier bis zum 7.4. eben hier ganz klare Aufwärtsimpulse zulässt. Danach sieht es natürlich jetzt aktuell weniger aus. Ja? Also aufgrund dessen, dass wir hier auch den Widerstand vorausliegen haben, nützt die bullische Saisonalität augenblicklich auch nicht wirklich viel. Es deutet sich eher eine weitere Schwäche an. Und hierbei auch darauf achten, die Korrelation vom US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen im Kontext zum Euro gegenüber dem US-Dollar. Diese laufen nämlich in der Regel konträr invers und insofern, und das sagte ich auch gestern im Devisenradar-Webinar, der Euro scheint mir hier durchaus noch Potenzial nach oben zu haben und das dürfte ergo dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eher schwächen. Und insofern sehe ich diese damalige Einschätzung hier in dem blauen Pfeil dargestellt durchaus noch als relevant an und ich würde es hier nochmal praktisch neu darstellen. Unterhalb hier kann auch den EMA 20 mal nehmen, 112,80 bleiben hier Rückläufe in Richtung 111 interessant und dort kann es dann durchaus zu einem Abprall wieder nach oben kommen, welcher dann hier durchaus wieder nach oben führen könnte. Diese Trendlinie mal hier außen vor gelassen, kann natürlich auch hier schon scheitern, aber eher der Widerstand um 114 dürfte interessant werden und das könnte im Prinzip hier sozusagen der Range-Verlauf der nächsten Wochen werden. Ein klarer Ausbruch, erst ein klarer Ausbruch wäre hier signifikant als Folgesignal anzusehen. Also wenn es hier über 114 rausgeht, dann wäre Potenzial nach oben gegeben aus meiner Sicht. Hingegen ein Ausbruch unter 111 nach unten dann hier eher die Bären wieder in den Vorteil bringt. Und dann haben wir hier so eine leichte Unterstützung bei 108,75 roundabout. Aber wenn wir hier auf den Wochenchart gehen, dann sieht es eigentlich so aus, wenn wir Neuverlaufstiefs machen sollten, dann muss man wohl eher hier von Rückgaben oder Abgaben vielmehr in Richtung 105,35 rechnen. Hier wäre eine erste in Anführungszeichen sichtbare Supportlinie, die nächste dann auch schon deutlich tiefer. Also es ist hier nicht auszuschließen, dass die Schwäche weiter anhält und insofern machen Sie sich da mal drauf gefasst, dass es eher wohl weiter runter geht. Also richtig bullisch ist das Währungspaar ähnlich. Wir sehen hier oben eine Top-Bildung auf Wochenbasis. Also da müssen wir hier deutlich über 116,50 rausschießen, bevor das wieder bullisch wird. Das sieht hier, wie gesagt, alles eher danach aus, als würden wir hier weitere Tiefs machen und der Markt hier wenig Potenzial nach oben aufweisen. Ja, das wäre hier definitiv über 114. Könnte man langsam mutmaßen, dass es hier doch noch einen Move gibt nach oben, einen stärkeren. Ansonsten der Bias hier eher bärisch auf Wochenbasis. Und dann nützt auch die bullische Saisonalität nichts, denn wenn wir hier die nächsten 40 Tage mal anschauen, wie sieht es da aus? Kurz mal die Daten suggerierten. Ja, zäh.
Also hier richtig einen Aufwärtstrend sehen wir nicht, wenngleich der April schon ganz schön pusht. Hier Anfang Mai nochmal ein Push, aber dann sehen Sie ja schon, dann sieht es doch eher wieder hadernd aus. Es ist eher eine Range hier zu sehen und das passt eigentlich auch ganz gut hier in den Tageschart. Wir sehen auch hier eben eine Range. Und das kann sich die nächsten Wochen hier durchaus fortsetzen. Insofern US-Dollar, japanische Yen hier durchaus für Range-Trader interessant, die jeweils hier an den Unter-/Oberpunkten ihre Einstiege suchen. Und auch in so einem Fall, das hatten wir auch gestern im Webinar, hierbei, auch wenn man Indikatoren nicht übergewichten sollte, aber dann eben die Stochastik zum Beispiel oder der RSI hier dann zu empfehlen, der praktisch hier in Überkaufbereichen hier unten dann praktisch immer wieder auch natürlich an diesen Tiefpunkten, wenn es hier einen positiven Cross gibt, zum Beispiel dann mit der Signal- und Triggerlinie, dass es sich hier dann sozusagen um eine Gegenbewegung handeln kann. Also solche Oszillatoren in Range-Märkten natürlich sehr, sehr schön anwendbar. Und einen solchen Range-Markt sehen wir hier beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Signifikant weiter, wie gesagt, ich mache es nochmal sinnbildlich, wäre es erst, wenn es hier Bewegungen aus der Range rausgibt, mal hier mit grauen Pfeilen bestätigt. Dann allerdings kann sich hier auch deutlicheres Potenzial natürlich anschließen. Inwiefern das natürlich dann tragfähig bleibt, das muss man erstmal abwarten. Gut, meine lieben Zuschauer, Intraday will ich Sie natürlich auch auf dem Laufenden halten. US-Dollar Yen, wir zoomen uns mal hier ins große Bild. Auch hier haben wir Intraday eine kleine Range vorhanden. Interessant dabei, wir haben heute einen schwachen Wochentag, liebe Zuschauer. Ja, ich ziehe es mal rüber. 36% positive Schlusspreise. Das ist deutlich schwach. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wir haben es ja auch im Tageschart schon gesehen. Heute schon eine leicht bärische Kerze. Auch der Rainbow im M15, M30 nicht wirklich bullisch. Sieht also hier nach Schwäche aus. Und wenn wir hier den Chart eben sehen, wir sind gerade hier am Pivot Point mehr oder weniger gescheitert, kann man auch hier so eine Art Dreieck wieder implizieren. So, das mal entsprechend hier in dieser Darstellungsform. So. Sehen wir, dass wir hier so Intraday und so ein bisschen verschachteln, mehr oder weniger. Und ja, wenn es hier rausgeht auf der Oberseite, würde ich hier den Widerstand 112,60 etwa sehen als Widerstandsbereich. Und hier auf der Südseite dann eher diese Zone hier. Ja, es ist recht überschaubar, recht gut einfangbar. Das mal bringen solche Ranges mit sich. Und aufgrund der Wochentagsverhältnisse wäre eben hier zum Beispiel der Ausbruch nach unten zu favorisieren, was ja auch ins Tagesbild passt. Wenn wir uns den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen anschauen, sieht es also eher so aus, als wäre der Yen hier durchaus wieder im Druckbereich unterwegs und hier eine Schwäche nach unten zu erwarten. Ergo, ganz interessant, sowohl auf Tagesbasis als auch Intraday-Basis, so rein trendfolgend eher weniger, aber ich denke, wenn man das Power- und Swing-Gesichtspunkten in der Range handeln will, ganz, ganz tolle Chancen. Oder eben auch hier jetzt auf Intraday-Basis, wenn man die Tagesschwäche spielen will und insbesondere aber auch dann hier den Touch in Richtung 111, um dann hier sozusagen hier unten irgendwo zuzuschlagen, denke ich, ist der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen ganz interessant. Insofern, liebe Zuschauer, sage ich auch schon danke fürs Einschalten heute, wenn Sie mögen, morgen zum Freitag, 1. April. Da will ich mal sehen, ob ich einen Aprilscherz auf Lager habe. Ansonsten natürlich hier ganz klar die Situation, die, dass wir morgen uns wiederhören, wenn Sie mögen. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.